Hallo, meine Lieben, da bin ich mal wieder und zwar zu einem kleinen Resin-Update. Und zwar habe ich ein paar Teile gegossen, ein paar auch fertig schon gestellt. Und bevor die in Tauschpäckchen wandern, habe ich gedacht, zeige ich sie euch vorher. Und ja, dann fangen wir mal an. Als erstes habe ich bei einer Freundin von mir, von der lieben Jenny, diesen Anhänger hier gesehen, diesen Love-Anhänger. Sie hatte das ein bisschen anders gemacht. Aber ich habe sie dann gefragt, ob ich den nachmachen darf. Und sie hat gesagt, ja. Und das ist dabei entstanden. Love. In Rot und Weiß mit Blumen und Röschen. Und einem Herzchen. Schleifband. Als, ich würde sagen, als Türanhänger oder so, finde ich schon recht hübsch. Dann bekommt die liebe Steffi diesen Anhänger von mir. Da habe ich mal ein bisschen rumexperimentiert. Erstmal hier diese wunderschönen Schmetterlingssticker. Und da habe ich dann so ein Angel Anhänger dran gemacht. Hoppala. Und da oben noch dann so mit Schleifenband fest. Also als Taschen, an die Taschenbaumel auch nicht. Auch würde ich auch so für an die Tür und hier oben noch so einen kleinen Engel. Und ich finde ihn total schön. Ich finde, er hat was. Engel ist eigentlich dann hier so vorne. Ja, sie mag Schmetterlinge. Die packe ich auch gleich wieder zurück in die Tüte, dass er nicht kaputt geht. So. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen fertig gemacht. Und zweimal, also, und zwar einmal diese Herzchenohrringe aus Resin. Dann hier diesen Anhänger auch für die liebe Steffi. Steht ja auch dran. Als Magnet. Den finde ich auch total toll. Mal macht das von alleine, mal nicht. Dann habe ich hier diese Schleife gemacht und das alles aus Resin, der Schlüssel sowie die, wie das Zahnrad und das Herz und die Schleife habe ich mit so einem sagt man dazu? Mir fällt es gerade nicht ein. Egal, also mit so einem Haken festgemacht. Dann habe ich mir ja Flaschenmolds gemacht, Fläschchenmolds. Und die sind einfach nur so, habe ich nur so rumexperimentiert. Karabinerhaken. So, jetzt habe ich dieses Wort. Da habe ich hier einmal so eine Runde und da habe ich Schlüssel eingegossen und habe dann hier außenrum so einen Schlüssel draufgeklebt aus Resin und dann so einen Karabiner gemacht. Hier habe ich ein blaues rundes, da habe ich hier so Steinchen und hier so ein Engel draufgeklebt. Dann hier habe ich so Sternchen eingegossen, da habe ich noch eine Schleife dran geklebt. Hier so habe ich Blümchen eingegossen, habe da so außenrum Strasssteinchen geklebt. Hier habe ich nur so ein Herz dran geklebt. Ich, wie gesagt, ich habe da einfach nur rumexperimentiert und ich wollte es halt nicht wegschmeißen. Hier so. Und hier so zwei Halbperlen dran. Hier habe ich mir einen Schlüssel
einen Karabiner gemacht. Also der ist auch aus Resin. Und hier so eine längliche große Flasche mit einem rosanen Stern. Hier habe ich Herzchen eingegossen. Und da habe ich zwei kleine Resinengel draufgeklebt. Die habe ich auch selbst gegossen mit meiner Mold. So. Dann habe ich hier was für Freundin gemacht. Ihr Sohn heißt Leon. Den habe ich als Magneten gemacht. Dann habe ich hier so ein Cupcake eingegossen, aber der ist noch nicht fertig. Hier habe ich eine süße Eule eingegossen. Hier habe ich einmal Tati Teddy eingegossen. Total süß. Ja, dann auch noch mal. Dann habe ich mir Perlen gemacht. Einmal diese hier. Da habe ich einfach Perlenkappen drauf gemacht und eine Schraubilse. Dann hier mit so Zuckersternchen. Hier mit Wiegering. Hier nochmal Zuckerstreusel. Hier auch nochmal. Und hier hatte ich eine Blume eingegossen. Dann habe ich mir Federn abgegossen. Die habe ich jetzt noch ein bisschen verschönert. Mal gucken. Hier haben wir eine grüne mit so einer Schleife. Dann hier auch nochmal eine grüne. Mit der blauen Schleife muss ich noch lackieren. Da ist Sekundenkleber drauf. Und einmal so rum. Mit der Mickey Maus ist alles gegossen, die drei Sachen und die Feder. Habe ich alles gegossen. So. Dann habe ich wahrscheinlich das längste Teil, was ich jemals gemacht habe, gegossen. Das ist für an die Wand oder für an die Tür, wie man es halt auch haben möchte. Und zwar einmal die Prinzessin. Da habe ich hier ein Schleifenband in Lila mit weißen Blumen. Und dann habe ich hier so Zwischenteil. Hier haben wir die Belle, die Ariel, Jasmin, Schneewittchen und dann Röschen und hier noch so ein Herz. Und das ist komplett an einem Teil. Also, ja. Und da sind immer verschiedene Zwischenteile drin. Und ich finde es total schön. Mal gucken, wer das bekommt. Und da habe ich auch jeweils immer so Strasssteinchen und Schleifen drauf geklebt. Hier oben, hier unten, da oben und unten. Und das finde ich total schön. Eins meiner Lieblingsstücke. Auch gleich mal wieder dann rein. Dass es nicht kaputt geht. Aber jetzt ist es nicht mehr zurück. Dann habe ich noch ein Tauschpäckchen und die Person, die mit der ich tausche, die hat eine Tochter und die mag Pferde und da habe ich gedacht, ich mache hier mal ein Set mit Pferdensachen. Da habe ich einmal hier diese Ohrringe gemacht. Dann habe ich ihr einen Schlüsselanhänger gemacht, also ein Taschenbaumler mit so einem Engel dran und einem grauen weiß grauen Band, also grauen Herzenweißes Band so rum.
Hinten weiß. Das gefällt mir auch richtig gut. Dann habe ich ihr noch diese zwei Ohrringe gemacht. Und noch eine Kette habe ich ihr gemacht. Und zwar einmal hier, diesem Pferd, eine rosa Gliederkette mit Perlen. Und einem Stern, wieder Perlen. Na, seit sie es ein bisschen verhakt. Und hier auch wieder so Sterne mit so einem Made with Love Umschlag. Und ich finde die Kette total toll. Ich bin nicht so der Schmuckbastler, aber ich gebe da immer mein Bestes. So. Dann habe ich noch diese hier gemacht. Das ist auch ein Rahmenmold, wo ich habe. Und hier der Schmetterling. Und hier diese Blume. Dann habe ich noch ganz viele Rahmen gegossen. Einmal hier den. Da muss ich das noch abfeilen. Dann den hier. Den. Den hier. Hauptsächlich für Tauschpäckchen jetzt. Und hier. Hier diese Kutsche. Hier. Diesen hier, da ist nur ein Loch drin. Den kann ich nicht für Tauschpäckchen nehmen. Diesen Stern hier. Den Rahmen. Nochmal so ein Stern. Die zwei. Und die zwei. Den hier nochmal. Da haben nochmal so ein Zonen. Dann hier auch nochmal so ein Zonen. Dann diese hier. Ist nochmal so eine. Und diese drei. Dann habe ich noch diese kleinen hier gemacht. Und diese zwei. Dann habe ich noch diesen Anhänger gemacht mit einem J für die Jenny. Ich hoffe, er gefällt ihr. Ja, und das war es eigentlich schon mit meinem kleinen Resin-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald. Tschüss!